Hallo nochmal. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um einen sehr alten, sehr peinlichen, pubertierenden Text vorzutragen, für den ich mich sehr schäme. Er hat keinen Namen, gerade weil ich mich für ihn schäme. Ich dachte, ich mache das so wie Eltern, das bei den Kindern machen. Wenn sie die nicht mögen, kriegen die doofe Namen oder gar keine Namen. Und das habe ich genauso hier gemacht. Wenn es angehende Literaturwissenschaftler unter euch gibt, die in diesem Text eine tiefe Message sehen, dann kommt danach zu mir und sagt mir die. Da freue ich mich. Und wenn es angehende Psychologen unter euch gibt, die mich nach diesem Text therapieren wollen, dann kommt zu mir und tut auch dies. Da freut sich meine Familie. Der Text ohne Titel. Ich mache einfach. Geht so. Wenn man häufiger zu Poetry Slams geht und häufiger mit Poetry Slammern abhängt, dann wird schnell klar, dass Poetry Slammer am liebsten über folgende Themen schreiben. Liebe, Hass, Schmerz, Glück, Nazis, Krankheiten, Scheiße, FDP, Sehnsucht, Politik, Nazis, Veganer, Vegetarier, Tod, Klimawandel, Nazis, Sex, Hipster, Kinder, Ränder, Nazis, WG, Supermärkte, Penis, Deutschland, Nazis, Poetry Slams, Kaffee, Ermut, Angela Merkel und Facebook. Nun, ich schreibe über meine Mutter. Und immer wenn mich jemand fragt, ey Nick, warum schreibst du über deine Mutter? Schreib doch lieber über ein Thema, das die Menschheit interessiert, wie zum Beispiel Geschlechtskrankheiten. Dann sage ich immer, nein. Und weißt du warum? Geschlechtskrankheiten kann man sich aussuchen. Seine Mutter nicht. Außerdem ist meine Mama eine Frau von Format. Aber mit Format meine ich nicht das Bild einer liebevollen Mutter, die nachts im Bett ihres Kindes sitzt, wenn es mal krank ist. Mit Format meine ich nicht eine Frau, die ihrem Sohn zärtlich die Tränen wegwischt, wenn er hingefallen ist. Nein, mit Format meine ich eher sowas wie RTL. Versteht mich nicht falsch, meine Mama ist nicht asozial. Aber sie hat die Fähigkeit, einem Menschen den letzten Rest Würde aus der Seele zu reißen und ihn dann bei Bauer sucht Frau auftreten zu lassen. Das ist zunächst ihr Blick. Ein Blick, der so grausam ist, dass die Dementoren aus Harry Potter ihre scheiß Zipfelmützchen an die Nagel hängen, um sich dann bei der Sesamstraße für einen Job zu bewerben. Ein Blick mit solcher Macht, dass er den Terminator in einen USB-Stick verwandelt. Bäume in Klopapier und Xavier Naidoo in einen glücklichen Menschenpaar. Letztens hat sie mein Bruder Kevin Jamal so lange mit diesem Blick angeguckt, bis er angefangen hat, aus der Nase zu bluten. Als ich noch sehr klein war, bekam ich von ihr die Kassette Volkers größte Kinderhits geschenkt. Mit einer Zeitschaltuhr, die an dem Rekorder in meinem Kinderzimmer befestigt war, konnte sie einstellen, dass diese Kassette jeden Abend pünktlich zur Schlafenszeit abgespielt wurde. Jeden verfickten Abend. Dazu kommt, dass die Kassette defekt war und sich nach 10 Sekunden aufgehangen hat. Das hörte sich in etwa so an. Es geht ein Biberbutzemann in unserem Kreis herum. Es geht ein Biberbutzemann in unserem Kreis herum. Nennt mich penibel, aber wenn ein 4-jähriges Kind allein in seinem dunklen Zimmer liegt und immer noch an die Buhmann glaubt, dann kann das leicht verstörend sein. Ich bat meine Mama, die Kassette zu entfernen, aber sie reagierte nicht. Erst als die Kita angerufen hat und ihr mitgeteilt wurde, dass ich, als die gesamte Kita-Gruppe das Lied Biberbutzemann singen sollte, angefangen habe, wie am Spieß zu schreien, Bleistifte zu essen, rückwärts Latein zu reden und die Wände auf allen Vieren hochgekrabbelt bin. Erst dann reagierte sie und hielt es für eine gute Idee, mir ein Nachtlicht in mein Zimmer zu hängen, damit ich besser schlafe. Es war ein rotleuchtendes Clownsgesicht, das dann etwa so aussah. Ich habe mich dann aber nicht mehr beschwert. Der Clown wurde für mich zu einer Mutterfigur. Ich kann nicht nur Schlechtes über meine Mama erzählen. Zum Beispiel verdanke ich ihr meine Liebe zum Schreiben. Sie ist nämlich sehr kreativ und schreibt auch gerne. Genauer gesagt, Rap-Texte. Noch genauer gesagt, Diss-Tracks. Noch genauer gesagt, gegen mich. Ich möchte euch jetzt ein kleines Beispiel geben. Ich kann überhaupt nicht rappen, das wird furchtbar, aber trotzdem, ich probier's. Zum Verständnis, ihr Künstlername ist MC Milf, ein Diss-Track gegen mich und der geht so. Yeah, aha, aha. MC Milf, pump die geilsten Tracks. Meine Lines sind fett, ich schreib sie direkt in dein Mutti-Heft. Junge, du denkst, du wärst richtig hart drauf. Deine Klamotten hab ich bei Kick gekauft. Ich bin nicht zur Schule und wünsche keinen krassen Tag. Du bist das Hässlichste, das hast ich hier an meine Brust gelassen. Ha! Chabos, wissen wer die Mutti ist? Wissen wer die Mutti ist? Wissen wer die Mutti ist, die dich beim Elternabend disst? Wissen wer die Mutti ist, von der du keinen Nachschlag kriegst? Wissen wer die Mutti ist, die dir Hausarrest aufgibt? Wissen wer die Mutti ist? Wissen wer die Mutti ist? Ich werde weder dich noch einen aus deiner Crew verschonen. PS, du Hurensohn. Als meine Mama mir damals diesen Text vorgetragen hat und ich dann die 7 Kerzen auf meiner Geburtstagstorte auspusten durfte, habe ich mir auch gewünscht, solche Texte schreiben zu können. Und so stehe ich jetzt hier. Und wenn nach meinem Auftritt einer von euch zu mir kommt und sagt, das hast du doch bestimmt alles nur ausgedacht oder übertreibst doch voll, deine Mama ist in Wirklichkeit bestimmt eine sehr nette Frau, dann hat dieser jemand höchstwahrscheinlich recht. Aber jede Geschichte, egal wie abgedreht sie auch klingt, beinhaltet auch ein Körnchen Wahrheit. Und so fordere ich euch auf, abends um Punkt 22 Uhr zu mir nach Berlin zu kommen, euch in meine Straße direkt vor das Fenster meines Kinderzimmers zu stellen und zu lauschen. Und dann wird sie erklingen.
die verhängnisvolle Melodie der Wahrheit. Es geht. Vielen Dank.